So Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Subnautica. Möglicherweise der letzten. Ihr seht es schon, wir werden hier demnächst verschwinden, wenn alles klappt. Ich habe mir jetzt gerade mal hier den Laserschneider gemacht, denn ich habe... da hinten bei diesem Wrack gesehen, dass man da möglicherweise rein kann mit dem Laserschneider. Da war zumindest eine Stelle, die kam mir ein bisschen seltsam vor. Dachte ich mir, okay, da, ich habe doch sowas gelernt da, ein Laserschneider. Vielleicht komme ich damit durch diese Tür hier rein. Ich weiß es nicht. Aber ich dachte mir, es ist ein Versuch wert. Gut, das ist jetzt ein bisschen enttäuschend natürlich, aber kommen wir ja nicht rein. Ja, wieder mal zwei Diamanten gewastet. Sowas kann schon mal passieren, aber ein Versuch war's wert. So, jetzt mache ich mir noch eine zweite Seemotte. Einfach, weil die erste nur noch 8 HP hat und wenn ich jetzt gegen irgendeinen Fisch dagegen fahre, ist die instant down. Deswegen, für diesen wichtigen Weg, da will ich ja auf jeden Fall nicht zu spät kommen. Deswegen mache ich mir da einfach mal noch eine neue Seemotte. Oh lol, ist mir gar nicht aufgefallen davor. Erweiterungsmodule. Ja, cool. ja. Neue Seemotte. Wunderbar. Ja, ansonsten habe ich auch noch ein bisschen vorgesorgt. Für die Reise. Ich habe mich auf alle Eventualitäten vorbereitet. Hier Wasser, Wasser. Fünfmal Wasser. Nährstoffblöcke. 4 Medikits. Und ich würde sagen, hier ist eine Nachricht reingekommen. This is an automated distress signal from Lifepod 12. Coordinates attack. Warning. Lifepod has sunk beyond safe diving distance. Do not attempt retrieval without submersible support. Signal location uploaded to PDA. Okay, wenn die schon sagen, dass es zu tief ist, dann habe ich da gar keine Chance wahrscheinlich. 12 war das. 250, ja, ich kann nicht immer 200. Also hat sich das auch schon mal erledigt. Dann würde ich sagen, ich warte noch ein paar Minuten. Und dann begebe ich mich zu diesem Ankunftslandeplatz der Sunbeam. Oder komm, ich gehe direkt hin. Weil ich will echt nicht den verpassen nachher. Wenn ich einen Umweg fahre oder mich verfahre, was ja durchaus vorkommen kann, da bin ich ehrlich. Das soll schon mal passiert sein bei mir. Deswegen gehe ich da einfach auf Nummer sicher jetzt und fahre jetzt schon hin. Schade halt da nicht. Ich meine, dann warte ich halt da. Mein Gott. So, wir sind jetzt schon wieder hier an der Insel. Wir sind fast... Ah, das ist schon so ein komischer Turm. Okay. Vielleicht ist ja der Turm der... Landeplatz der Sunbeam. Ah, könnte hinkommen, wobei ich glaube, ein bisschen weiter hinten müsste sein. Ich traue mich auch gar nicht nach unten zu schauen. Gut. So, was ist denn für ein Geräusch? Ach du Kacke, 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 ach du Kacke. Ich fahre einfach weiter. Der ist bestimmt langsamer als ich. 100 Pro. 100 Pro ist der langsamer als ich. Oder gibt auf oder sowas? Ah, hat echt aufgegeben. Nice. Ehrenmann. Alter, was ein ekelhaftes Vieh. Okay, ich bin an Land. Und hier landet die Sunbeam. In exakt 7 Minuten. Anscheinend. Sieht ja recht hübsch hier aus. Dann, ja. Würde ich sagen, warte ich auf die Ankunft. Ich könnte jetzt natürlich noch hier den Turm hier erkunden. Aber ich will jetzt echt kein unnötiges Risiko eingehen, weil... Wenn ich jetzt da irgendwo drin sterben sollte, spawne ich da bei mir wieder zu Hause. Und dann muss ich den ganzen Weg wieder hierher gehen. Gut, hat es nur so... 3 Minuten ungefähr gedauert, aber wenn meine Seemotte mit zwischendrin kaputt geht, brauche ich noch länger und ja. So, es ist Nacht. Zufall? Die Sunbeam landet in etwas mehr als einer halben Minute anscheinend. Und es ist noch nichts zu sehen. Oh. Zu hören aber schon inzwischen. Hallo? Ist das die Sunbeam?
Okay. Survivor, we see you. Man, I don't know how you held out down there. Wo denn? We broke an atmosphere and we're descending towards the landing site. Is that a building down there? What do you mean you can't identify it? Da kommen sie. Hold on. No turning back now. Positions, everyone. Touching down in 10, 9, 8. It's coming from the building? Change course. Set thrusters to full. Ja. Mit nach Hause gehen ist dann wohl Essig. Das mit der Sunbeam hat jetzt nicht ganz so geklappt. Ich habe schon fast befürchtet, dass irgendetwas dazwischen kommt. Und ich befürchte mal, dass mich das Ganze jetzt hier hineinführt. Dieser Kackturm hat meine Rettung verhindert. Und jetzt muss ich zumindest mal den Turm ein bisschen erkunden. Das war wahrscheinlich Teil der Story. Es sei denn, ich komme hier nirgendwo weiter. Vielleicht kommt da jetzt der Laserschneider ganz gut. Gut, vielleicht auch nicht. So, für uns bedeutet das jetzt einfach, ja, zurück nach Hause. Und das Mysterium um diesen Kackturm lösen. Vielleicht weiß ja irgendeiner von den anderen Leuten was, die hier gestrandet sind auch mit uns. Und dass hier dieser komische Fisch, was auch immer das für ein Vieh ist. Aber es sieht mir nicht geheuer aus. Aber wir waren ja schneller als der Fuzzi. Also was ich darüber gelesen habe, ist, dass es ein Sandhai? Irgendein Hai. Kann auch ein Panzerhai oder sowas sein. Sand und Panzer ist ja so ähnlich. Aber wir sind in jedem Fall schnell genug. Das ist schon mal gut. So, immerhin habe ich die Zeit genutzt dort, um mir ein bisschen ein Knollenbaum-Samen-Dings da hinzupacken. Deswegen... is a proven survival strategy. Craig McGill survived 47 months on a healthy, raw salad of live tree roaches and stagwood. Ey, ich hab das Ding jetzt nicht ernsthaft gegessen, oder? Nein, ich hab's gegessen. Och Mann. Ja, alright, das war immer wieder absolut, absolut mein Move. Ja, aber ich bin immer gespannt, wie das Ganze weitergeht. Vielleicht werden wir im nächsten Part mal die Aurora etwas erkunden. Das geht ja auch tatsächlich. Da muss ich mir erst halt einen Strahlenschutzanzug machen, aber das dürfte kein Problem darstellen. Und ja, dann schauen wir mal, ob wir noch eine zweite Gelegenheit bekommen, damit wir gerettet werden. Und ja, bis dahin, haut rein und ciao.